sich die Sonde hier im Weltraum alleine fühlt. Wenn ihr, ob sie eine Sonde fühlen kann. Willkommen zurück bei Kerbal Space. Welcome, Leute. Ich habe gerade gesehen, ich habe nicht allzu viel Treibstoff, aber es sollte vielleicht noch ausreichen für unser Ziel. Oder mein Ziel zumindest. Eve. Letztes Part bin ich ja schön rumgeflogen mit Swing-Beimanöver. Das war ein nettes Manöver. Und jetzt muss ich nach Eve. Ich habe gerade eine Annäherung von 385.000 Meter. Normalerweise würde ich jetzt herumspielen, bis ich da eine Annäherung habe. Aber nein, ich mache das jetzt mal per Hand, habe ich mir gedacht. Das geht ganz einfach. Warum zum Teufel kann ich die Kamera einstellen? Interessante Einstellung. Interessant. Normalerweise kann ich nicht die Kamera einstellen. Moment. Space Center und dann wieder rauf. Normalerweise ist es ja so, dass ich die Rakete steuere mit WASD. Aber nicht die Kamera. Die Kamera steuert man ja normalerweise mit der Maus. Hin und wieder hat's halt ihre Tage, die Steuerung. Hin und wieder. Dagegen lässt sich nicht viel machen, außer nochmal zur Rakete springen. Ja, das ist hin und wieder schon nervig. So. Und ich habe doch immer die... Ah, jetzt geht's. Okay. So, rauszoomen. Und jetzt muss ich schauen, in welche Richtung muss ich brennen, damit die Zahl da hinten niedriger wird. Das wird ein schöner Akt. Ich könnte da, wie gesagt, auch mit, Vorplanen machen. Würde eventuell sogar etwas weniger Treibstoff kosten. Aber ich mach's mal so, habe ich mir gedacht. So, ich würde mal sagen, nach Norden, wo hier auch immer Norden ist, weil im Weltraum gibt es keinen Norden. Zumindest nicht offiziell. Man braucht dazu einen Bezugspunkt. In diesem Fall ist der Bezugspunkt die Sonne. Also wenn man hier sieht, Norden, der Nordpolarpunkt der Sonne. Obwohl, hat die Obst einen? Ja, weiß ich nicht genau, aber ich glaube nicht. So. Weil ohne Bezugspunkt im Weltraum zu fliegen, ist halt so eine Sache. So. Und ja, die Zahl verringert sich. Mal schauen, wie lange sie sich verringert. Vielleicht sogar ein bisschen nach links. Ah, sieht gut aus. Das könnte ein bisschen dauern. Und auch mit dem Treibstoff wieder etwas knapp werden. Ach, ich bleib mal direkt beim Nordkurs. Halt! Interessant, die Zahl ist verschwunden. Normalerweise verschwindet die nicht einfach so. Ja. Okay, dann muss ich das doch mit Planung machen. Eieieiei. Dann lasst mal sehen. Nein. Auch nicht. Ich hatte es ja schon fast. Ah, hier. 192. Ah, oh, das war zu viel. 203. 183. Oh, das ist gut. Das ist gut. Ich muss also nordwestlich brennen. So ist es also. Ich glaube, ich mache das jetzt schon. Speichere vorher zuerst. Und ich weiß, ob ich hier die richtigen Sachen mache. Wuhu, das Brennen wird ein bisschen dauern. Die sind ja Atomtriebwerke, die sind halt ein bisschen schwach, ne? Aber sie erfüllen ihren Zweck. Manöver Not weg. Und schon habe ich wieder meine Annäherung. 186, 84, 83, 82, 83, 80. Stopp, es wird wieder mehr. Ja, da muss man schnell sein, weil sonst hat man Tankprobleme auf Dauer. Also 180 und es wird mehr. Moment, langsam jetzt, langsam. Ah, direkt nach Norden bringt was. Okay, dann mache ich das mal. Direkt nach Norden. Je früher man hier schon brennt, desto weniger Treibstoff braucht man. Halt, es ist wieder weg.
lassen. Ja, ein bisschen. Ich glaube, jetzt muss ich wieder bremsen, damit es wieder kommt. Eieieiei. Ob denn Real Life auch solche Probleme haben? Oder nur ich? Frage ist jetzt nur, wo muss ich jetzt wieder hinbringen? Okay, mal bremsen. Ah ja, bremsen hilft immer. Bremsen hilft immer, okay. Das ist ja fast schon wie was anderes. So. Okay, also bremsen, dann hole ich es wieder her. Dann brenne ich mal direkt südwestlich. Das ist hier bei 315, diese schöne Zahl hier. Dann müsste es auch, okay, also die Rakete, ja, die sonnt sich ein bisschen. Bisschen. So. Alt! Die Zahl wird größer. Das gefällt mir gar nicht. Ich will sie, dass sie ja niedriger wird, nicht größer. Ah, das ist fies. Einmal nach Norden und dann wieder direkt westlich. Nordwestlich nimmt er nicht. Da wird die Zahl größer. Sehr interessant. Das ist äußerst interessant. Dazu kann ich mal nichts zu viel sagen, außer interessant. Okay, wenn ich jetzt nach Norden brenne, wird die Zahl größer. Das heißt, ich bin jetzt zu weit nach Norden abgedriftet, jetzt muss ich schon nach Süden brennen. Das heißt, ich fliege nicht mehr unten rum bei Eve, sondern schon oben rum. Ja, die kleinen Veränderungen im Weltraum, wenn man weit weg ist. Hoppla, jetzt bin ich so weit gefahren. Nichts, kommt zurück! Sind schon ziemlich interessant. So, ist das hier Süden? Ich glaube, ja. So, mal sehen, ab wann die Zahl hier nicht mehr größer wird. 189 und dann ist die Zahl wieder weg. Okay, jetzt mache ich es wirklich mit Planen, weil das wird mir zu crazy hier. 202, 193. 194, 191, 139, 139, ah, hab dich! Ein Encounter mit Eve. In 2 Tagen für 20 Sekunden brennen. Da sollte gehen mit dem Treibstoff, den ich habe. Die Frage ist nur, wohin? Dachte ich mir, nach oben. Also oben, im Sinne von... Ach, Mann, im Weltraum ist das so schwer zu erklären. Also, sagen wir, die Sonne steht so, die Rakete muss so schauen. Ende. Sonst müsste das klar sein. Weil eine Richtungsangabe im Weltraum zu machen ist so, Richtung großer Wagen, so. Obwohl, gibt's hier Sternzeichen? Moment, schau. Lass mal sehen, ob man da ich das erkennt. Machen wir das hier mal weg. So, Sternzeichensuche. Also die drei Dinge gefallen mir. 2 blaue und 1 roter Stern. Aber Sternzeichen? Man könnte vielleicht hier eine Waage bauen, hier links. Ja, also... das wäre interessant. Kann man hier Sternzeichen machen bei diesem Himmel? Himmel? Naja, ihr wisst, was ich meine. Das da hinten ist die Milchstraße. Das erkennt man doch, dass das so aussieht. Tja. Also wenn es um Sternzeichen geht, bin ich jetzt nicht so der Oberhammer-Typ für... So, ich warte jetzt mal die 2 Tage hier ab und diesmal will ich ziemlich genau sein mit dem Brennen, weil dann habe ich weniger Stress mit dem Ummanövrieren. Und eine Stunde noch. Na komm. Langsam. Nicht so schnell, nicht so schnell, nicht so schnell. Das war wieder mal klar. Ah, schon wieder kein Strom. Achso, stimmt, ich Idiot. Da muss ich neu laden. Wie war's nochmal? F9? Ja. Ich darf nicht zu lange gegen die Sonne schauen mit dem Teil. Warum? Na, weil es so viel Strom verbraucht auf Dauer. Ich meine, jetzt schon habe ich schon Minus.
Okay, lass mal sehen. Wo habe ich letztes Mal gespeichert? Das ist nicht so lange her. Stimmt. Was ist, wenn ich... Moment. Interessant. Und sagen, was ich jetzt schon brenne, aber nein, Moment. 182, in diese Richtung war es. Nein, andere Richtung. 184. 117, er muss nach oben noch etwas. Dann noch ein bisschen bremsen. Und vielleicht etwas nach unten. Ja, nein, vielleicht oben. Ja, sieht gut aus. Dann etwas so. Ha! Jetzt habe ich es wieder. Speichern. Interessant, wo ich jetzt hinbauen muss. In 4 Stunden schon? Moment, ich gebe ein bisschen Gas, damit ich weiß, wie lange ich brennen muss. Ja, und jetzt wird, sieht man, wie das Elektronik runtergeht wie Öl. Ja, obwohl es kein Öl ist. All die Steuerung, hörst du mal auf, bitte zu wackeln. Das wäre übelst nett, danke sehr. So, nochmal speichern, und jetzt gebe ich mal Gas. Und schau, ob das auch schon reicht. Ich muss wirklich nicht viel verändern im Kurs, das gefällt mir. Auf der Batterie sollte ich mehr Acht geben. Mehr Solarzellen nächstes Mal mitnehmen. Man lernt nie aus. Solarzellen auf der Seite, Solarzellen oben. Eventuell auch Solarzellen. Und jetzt, Moment, stopp. Ich glaube, ich habe einen. Ich kann gar nicht noch ein bisschen brennen. Ja, noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Eve Periapsis will ich runterkriegen, ist ja klar. 76.074, 73, 72. Ah, das geht schön runter hier. Kann noch ein bisschen Gas geben. Die Atmosphäre von Eve fängt, ich glaube, bei... Weiß ich nicht mehr. Genau, aber weiß ich nicht mehr an. So, 32, 31, hier kann noch immer brennen, das gefällt mir. Halt! Es geht noch. Okay, jetzt ist es wieder größer. Dann höre ich auf zu brennen. So, jetzt heißt es wieder abwarten. Hat jemand für diesen schönen Kometen hier einen Tee mit? So, ich drehe die Rakete in die Sonne, damit sie Energie kriegt. Weil sonst habe ich wieder das Energieproblem von vorhin. So, stopp! Rechts! Uah. Bisschen träge das Ganze, aber es geht schon. So, die Solarzellen, die das hat, ja, die von Rover, schon ewig hier rumhängen. Einfach mal so in die Sonne gezeigt. Und jetzt abwarten und auf Eve warten. Yay! Was sich hier alles so rumbewegt. Wie lange dauert das eigentlich? Ach, nur 80 Tage circa. Oh, es geht ja. Das geht ja noch. Interessant, wie sich die Rakete hier von der Sonne wegdreht, weil sie halt nicht nachjustiert. Das muss ich selber machen. Also immer schön auf die Energie aufpassen. So. Weil die Rakete sich ja um die Sonne dreht und nicht andersrum. Wohl, die Sonne um die Rakete, das wäre ein bisschen krass. So, und ich treffe auf Eve gleich. Mal sehen, wo es ist. Ich bin schon gespannt. Ich sehe es bis jetzt noch gar nicht. Okay. Oh, nicht so schnell. Langsam, ja, haben es nicht eilig. Und stopp! Woo! Eine Periapsis bei Eve von 27.000. Hey, hier sieht man auch Gilly. Gilly ist der Mond-Asteroid von Eve. So sehe ich Eve überhaupt. Ja, da hinten, da hinten. Der kleine Punkt da, Leute. Seht ihr ihn? Der Punkt da hinten, da geradeaus. Das ist Eve.
Man sieht zwar nicht viel von ihm noch, aber das wird schon. So, und jetzt will ich, dass meine Periapsis sinkt. Dafür muss ich in diese Richtung. Ich will hier nur wissen, welche Richtung das ist, weil ohne Standpunkt hier. So, welche Richtung muss ich da brennen? In diese komische Richtung, aber okay. Du weißt, was du tust, glaube ich, mein lieber Freund. Das Planungssystem, so. Und die Periapsis sinkt hinunter und das soll sie auch. Tank schaut noch gut aus. Wo ein bisschen mehr sein könnte. Oder weißt du was? Ich brenne erstmal der Periapsis und dann direkt rückwärts. Das, glaube ich, kostet weniger Treibstoff. Ja, das mache ich. Ich drehe meine Rakete schon mal, aber ob das eine gute Idee ist. Ich muss halt auf die Elektronik aufpassen, ne? Lass wieder auf zu wackeln. Danke. So, immer schön ausschalten. Jetzt sieht man, dass ich auch einen Verbrauch habe, wenn ich das SAS ausschalte. Das ist nämlich der Commuterkern. Auch der braucht seine Energie. Ist doch klar. Einen Tag reicht das? Nein, das reicht nicht für den Tag. Und das war zu viel. Ich kann nicht mal Gas geben. Ja, das war zu viel. Jetzt muss ich wieder laden. Ah, immer wenn ich einen Commit damit habe, habe ich Energieprobleme. Keine Tankprobleme, sondern Energieprobleme. Okay, dann drehe ich die Rakete jetzt noch nicht. Sondern erst, wenn ich kurz vor der Periapsis bin, dann sollte das passen. So. Ich brauche beim nächsten Mal unbedingt mehr Solarzellen. Erinnert mich bitte dran, ja? Etatones! Ich werde es sicher wieder vergessen. So, direkt bei der Periapsis abbremsen. Ich bin schon gespannt, wie lange ich abbremsen muss. Ich glaube, lange. Also fange ich jetzt schon mal an. So, bei der Periapsis fast. Rakete drehen. Drehen, 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 drehen. Und los geht die Party! Die Grillparty! Hier ist Eve, Leute. Der lilare Planet. Er ist cool. Und lila. Ich meine, er ist lila. Das klärt sich doch von selber, hä? Zuerst einen Orbit um Eve schaffen. Das sollte kein Problem sein. Dann um den Orbit herum von Eve Forschungspunkte senden. Auf Eve landen, das sollte auch kein Problem sein. Und dann ein paar Daten senden von Eve selber. Das ist meine Mission hier. So, ich bin schon gespannt, wie das mit deinem Tank aussehen wird noch. Yeah. Weil man sieht, die Zahl sinkt und sinkt und sinkt. Nachtanken kann ich hier schlecht. Obwohl ich keine Rakete nachschicken, das würde wieder lange dauern. Wie steht gerade die Konstellation von Eve zu Kerbin? Direkter Weg, mehr oder weniger. So, wie sieht's aus mit meiner Periapsis? Oh, die sinkt bis jetzt nicht. Ich bin noch ganz schön schnell unterwegs, nämlich mit 2000 Meter pro Sekunde. Aus Sekunden? Eine Sekunde, so heißt's. 2000 Meter pro Sekunde und ich muss noch immer abbremsen. Ja, weil ich so weit weg bin von Eve. Wäre ich näher, müsste ich nicht so stark abbremsen. Am liebsten hätte ich auch ein Aero-Braking gemacht. Das heißt, in die Atmosphäre von Eve eingetaucht, aber nicht zu tief, wie damals bei Duna. Sondern einfach ein bisschen in die Atmosphäre rein und dann hätte das schon gepasst. Aber es sieht bis jetzt gut aus. Vielleicht ein bisschen physikalische Beschleunigung. Wenn man nicht damit übertreibt, schaltet sie nie. Ah ja, es verzieht sich schon. Man sieht es hier ein bisschen, dass der Kurs sich verzieht. Hoppla, nicht so viel bewegen. Und das mit dem Treibstoff wird wirklich so eine Sache. Oh yeah. Yeah, Eve, ich komme. Also aber Planet jetzt schon so groß ist, ne? Und wie weit bin ich weg? 24.000 Meter? Nee, Millionen. Ja, 24 Millionen Meter. Interessante Zahl.
So, und ich hab gleich einen Orbit. Gleich. Ja. Oh, 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 das mit dem Tank ist wirklich so eine Sache. Ich hör mal auf zu brennen, weil man sieht, es verzieht sich zu sehr, also warte ich mal ein bisschen auf die Periapsis. Da dauert ja schlappe 3 Stunden. So. Dann verbrauche ich noch weniger Treibstoff, weil ich sehe schon langsam wieder kommen, ich habe Treibstoffprobleme. Noch eine Stunde, noch eine halbe Stunde. Ich glaube, das reicht, wenn ich auf eine halbe Stunde gehe. So, und wieder... Nein. Ah! Ich habe dazu nichts hinzuzufügen. Ich brauche Solarzellen. Ja, bitte. Da würde mir sowas von geholfen werden. Sorry, Leute, aber das ist... Es ist so fehl wird. Das war irgendwie doch klar. So wie ich mich kenne, vergesse ich irgendwas. Immer. Und in diesem Fall ist es immer, immer die Solarzellen, die ich vergesse. So, dafür gehe ich jetzt schneller ran auf die Periapsis. Hab dazugelernt, dass ich bei der Periapsis vielleicht weniger abbremsen muss. So. Meine Güte. Mach mal das mit bei mir. Das ist ja schon mehr fast Let's Fail. Fast. Ich meine, ein paar Sachen kann ich gut. Wie zum Beispiel andocken. Aber es gibt da mal Sachen, da vergisst man einfach auf Kleinigkeiten. Wenn man halt zu viele Kleinigkeiten im Weltraum vergisst, tja, dann ist man am Hinterteil der Welt angekommen. Ja, so kann man es auch nennen. So, ich musste vorhin circa bis 1000 Meter pro Sekunde brennen. Das ist ganz schön lange. Ich beobachte auch, wie es aussieht mit meinem Tank. Lass es mal offen, indem ich hier einfach mal Stage Only anklicke. Dann ist das nämlich andauernd offen, muss ich nicht dauernd hochfahren. So, sieht gut aus bis jetzt. Nur der Treibstoff macht mir Sorgen. So, die Periapsis ist weg, aber die wird schon wieder kommen. Eve. Dein Besuch ist bis jetzt der schwerste, weil ich am meisten fehle. Von Eve zu starten würde sogar mehr Treibstoff brauchen, als wir den Start von Kerbin. Weil Eve ist erstens größer, zweitens, es hat eine dichtere Atmosphäre. Etwas dichter. Das heißt, um von dort eine Rakete zu starten, bräuchte man mehr Treibstoff als wie von Kerbin. Viel mehr. Wer da einen Kerbin hinterlässt, dann tut mir leid. Den wieder wegzukriegen ist sehr schwer. Mit sehr schwer meine ich sehr schwer. Und ich habe einen Orbit um Eve. Yay, aber ich will keinen Orbit haben, ich will sogar landen. Darum gehe ich mit der Apoapsis. Hier komme ich, was Apoapsis. So, jetzt wechselt das, genau. Danke. Jetzt durch die Periapsis nämlich so nah ranbringen, wie ich kann. Ich muss nachdenken, wo fängt die Atmosphäre von Eve an? Das wird auch mit dem Treibstoff schon langsam knapp. Ja, das wird richtig knapp. Eieieiei. Also so zur Landung habe ich keinen Treibstoff mehr, das könnt ihr vergessen. So, ich glaube, wenn ich bei 80.000 herum bin, reicht es locker. Ups, okay, 53, das reicht. Das reicht, so. Puh. Das wird eine Landung, Leute. So, jetzt ein paar Daten senden. Was senkt ich für Daten? Genau, zum Beispiel den Mystery Gear. Aufmachen, zack. Dafür bekomme ich 21 Cent. Leider statt 70, aber naja, ich kann die Rakete leider nie zurückbringen. Dafür hat sie erstens keinen Dank, zweitens ist sie nicht dafür gemacht. Der Kleber nimmt eine lila Färbung an. Liegt das an der Beleuchtung oder hat die Farbe geändert? Also erst bevor ich das sende, sollte ich die Rakete in die Sonne reinmachen. Moment, ich lasse das hier offen, ja. Weil das Senden kostet ja Strom. Und... ich kenne mich doch. Moment, darf ich das mal wieder zumachen hier?
Dann habe ich ein bisschen bessere Kontrolle, ja. Nicht so schnell um die Sonne, genau. Passt. Jetzt kann ich senden. So. Jetzt habe ich Energie. SAS aus. Rakete sei still, bitte. Die Energie lädt sich auf. Und jetzt heißt es Observe Mr. Vigu und Daten senden. Bekomme ich 21 Daten. Und ja, er warnt hier, dass ich nie wieder benutzen kann. Schön. Im Weltraum ist es so kalt, aber kann ich immer so niesen. So. Wäre das erledigt. Wie viel würde ich hier für den Science Junior bekommen? 175! Aber ich glaube, auf Eve selber bekomme ich auch noch ein bisschen was, also warte ich da, bis ich etwas näher an Eve bin. Die Temperaturmessung gibt es natürlich auch noch, die hat der Rover selber und ein Barometer. Da Eve eine Atmosphäre hat, ist ein Barometer gar nicht mal so verkehrt. So, und jetzt kann ich das hier wieder zumachen. Zack! Und warte 2 Tage, dass ich bei Eve bin. Und das ist schnell. Dann wieder Quicksaven und los geht's! Eve, ich komme! Das wird eine harte Landung, habe ich das Gefühl. Weil ich habe keinen Treibstoff, ich habe nur Fallschirme mit. Und ich hoffe, das reicht. Ich hoffe. Immerhin sind es 12 Fallschirme. 12. Bei Kerbin reicht das, und da Eve eine dichtere Atmosphäre hat als wie Kerbin, reicht das auf jeden Fall. Die Frage ist nur, wie bekomme ich den Rover herunter von der Rakete? Ja, und das wird doch auf jeden Fall sehr spaßig, den runterzukriegen. So. Ich finde die Farbgebung von Eve so cool. Das hat nämlich Seen aus Quecksilber. Und die lilare Färbung, woher die kommt, weiß ich nicht. Aber das Silber, das man hier sieht, das ist das Quecksilber von Eves Wasser. Also, das hat schon was. Machen wir mal hier Time Warp runter, da kann man ein schönes Foto machen. So, Moment, weg mit dir Time Warp, danke. Foto machen, zack, zack. Die Sonne vielleicht auch noch. Leider bekomme ich nichts Beides ins Bild, leider. Aber passt schon. Eve, willkommen! Er ist so lila. Wundert mich nicht. Er ist halt so. Ich bin schon neu, wo ich landen werde. Auf Wasser. Dann habe ich sowieso ein Problem, dass ich nie den Rover bewegen kann. Auf Land wäre auch natürlich sehr gut. Moment, lass mal sehen. Wo habe ich meine Periapsis? Oh, super, im Verdunkeln. Ah, da muss ich blind landen. Ohne zu wissen, ob ich im Quecksilbersee lande oder auf Land. Und ja, woher man das weiß, dass mit Quecksilber, tja, die Forschung. So kann man es auch nennen. Das hat eine so eine schöne Farbgebung. Ich meine, er wird immer größer. Nein, ich komme nur näher. Er ist immer gleich groß. Aber hey, ich finde die Farbe cool, auch wenn es da unten gerade ein bisschen rumbackt, Fragezeichen. Ja, kann vorkommen. Kann vorkommen, dagegen kann ich nichts tun, Leute. Das wird schon wieder. So, die Meter gehen runter, runter, runter. Und der Grafik da unten packt noch immer Raum. Naja, nicht mein Problem. Problem der Grafikkarte. Ich bin schon neugierig, ab wann man die Atmosphäre sieht. Ach, das ist mal ein Foto, Leute, oder? Man sieht einen leichten Lila-Stich. Ja, und der ist mehr rosa als wie lila. Er wird zwar lilaer Planet genannt, aber wenn man das so ansieht, ist es mehr rosa, ja? Etwas. Aber hier sieht man so richtig die Atmosphäre. Oh yeah! In irgendeinem Spiel habe ich das mal gesehen und das nannte man eine Carbonoxide-Atmosphäre. Also eine CO2-Atmosphäre. Eine reine CO2-Atmosphäre, ohne kaum Sauerstoff, vielleicht als Spurenelement. Dass das so eine Farbe hat. Und jetzt wird's schon weiß, also langsam wird die Farbe hier cool. Ich bin schon neugierig, ab wann die Atmosphäre anfängt, weil dann kann ich ja nicht mehr so schön time warpen wie jetzt. Ich glaube bei 120.000. Nein, niedriger? Ah, die Grafik hat geladen. Gut. Gut, gut, gut. Boah, der Bein ist so groß! Muss an meiner Rakete liegen, die ist so klein. Aber hey, die Bilder, die man hier schießen kann, sind einmalig.
Beispiel so. Das sieht doch geil aus. Hey! Ich besuche dich mal, Eve. Also diese schöne Farbgebung hier. Sehr schön. Oh, Moment. Natürlich sieht man wieder, dass die Abhabse schon sinkt, weil ich in der Atmosphäre drin bin. Ja, die hat schon angefangen. Bei 90.000, glaube ich, war's. Und ich gehe runter, runter, runter. Die Atmosphäre ist wirklich sehr dicht. Was ist, wenn ich jetzt schon einen Bericht sende? Upper Atmosphäre. Okay, das zählt als eigenes. Und die Rakete, ja, sie beginnt schon an zu glühen. Langsam. Dann vielleicht noch eine Temperaturmessung. Upper Atmosphäre passt. Uiuiuiui. Aber es ist nicht so stark noch. Also ich sende ein paar Daten, während ich hier eintrete und von der Atmosphäre von Eve. Warum nicht? Weil man es hat. Und wow, das wird heiß hier! Interessanterweise, dass der Rover sich nicht wegbewegt von der Rakete. Zutrauen würde sie auch. Mit 4000 Meter pro Sekunde geht's rein. Oh, das ist ja richtig schnell. Ja, ich muss mal die Grafik hochschrauben von den Eintrittseffekten. Es wird langsam Zeit. Langsam. Weil das sieht doch ein bisschen billig aus. So, die Kamera hat sich gedreht, das heißt, ich habe keinen Orbit mehr, sondern ich werde auf Eve landen. Das weiß ich auch so. So. Ich sprenge mal meine Triebwerke ab. Tschüss. Und ich mache jetzt mal kurz eine Stage hier, ja, ganz dreist. Wenn ich hier nicht den Rover abspringe, wenn ich hier die Fallschirme aufmache. Fallschirme offen. Sie haben aber noch zu wenig Luft, oder? Sind sie schon da? Nein, sind sie noch nicht. Oder sind die etwa verglüht? Bei der Hitze kann ich mir vorstellen. Ne, sie sind noch zu 500 Meter, öffnen sie sich. Jupp. Und das geht rund. Und jetzt sind sie da, die Fallschirme. 12 Stück. Woo! Das wird eine harte Landung, hoffe ich mal. Ich will nicht im Wasser landen. Dabei einen Rover rauszukriegen, wird sowieso so eine Sache werden. Die Landung wird kein Problem sein. Das Problem wird sein, einen Rover auf Boden zu kriegen. Woher nennt man das? Wawa? 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 Ich spreche das immer falsch aus. Egal, was ihr sagt. So, die Meter pro Sekunde sinken rapide. Die Atmosphäre von Eve ist jetzt schon... Okay, jetzt... ziemlich dicht. Bei 30.000 Metern. Da eine Rakete zu starten, puh. Man müsste da bis 30.000 Meter geradeaus hochbrennen, ja? Geradeaus, ab dann erst... 45 Grad nach links, nach West oder Ost. Wo auch hier West und Ost ist und... Wow, sieht das geil aus. Da sieht man die verschiedenen Schichten der Atmosphäre. Weiß, dann so ein leichtes Rosa, dann wird es immer blauer Richtung Lila und dann wird es finsterer. Das sieht richtig geil aus mit dieser Aussicht. Das hat Stil, das hat Stil. So, ich frage mich, ab wann die Apache mir ganz aufgehen. Das heißt ja 500 Meter über dem Meeresboden. So, die Meter pro Sekunde sind noch immer am sinken, ist doch klar. Die Fallschirme bremsen hier in dieser Atmosphäre natürlich besonders gut. So, am liebsten würde ich jetzt diesen Teil der Rakete absprengen, aber da habe ich ja keinen Decoupler gemacht. Leider, ich war zu dumm dazu. Man lernt halt nie aus. So, wie sieht's mit dem Forschen aus? Lander und Eve und dann etwas Zen. Okay. Noch die zwei Missionen, dann ist Eve abgeschlossen, da bekomme ich mein Geld. Yay. Zwar nicht so viel Forschungspunkte, wie ich gerne hätte, aber was will man machen, wenn die Rakete überhaupt keinen Treibstoff mehr hat? Apropos, wo sind diese Atomtriebwerke hingeflogen? Ich glaube, die sind schon aufgeschlagen. Obwohl, die sind ja leichter als wie die Rakete, also müssten die... Ne, Moment, hier geht's nicht um Masse, weil... Alles fliegt gleich schnell im Weltraum, egal wie schwer es ist. Luftleeren Raum. Aber wenn sobald eine Atmosphäre da ist, spielt, der Luftwiderstand eine Rolle. Das heißt, mein Luftwiderstand ist kleiner als wie der von den Atomtriebwerken? Kann ich nicht glauben, aber so scheint es zumindest, weil die
Atomtriebwerke sind ja so richtig davon gezischt, wie ich sie abgesprengt habe. Ha, das ist höhere Physik, von dem verstehe ich selbst fast nichts. So, SAS an, Strom brauche ich 0,06 pro Sekunde. Das ist fast gar nichts. Und ja, das heißt das Abwarten. Das sieht so geil aus, dass die Sonne da hinten jetzt ist. Ich meine, das sieht so aus, als wäre die Atmosphäre hier, ihr wisst, was ich sagen will. Als wäre die Atmosphäre hier gerade eine Sprengung oder so. Das sieht irgendwie cool aus. Dann mache ich wieder mal ein Bild, so. Mal schöne Bilder machen bei solchen Reisen. Weil, dann haben wir vielleicht ein paar Erinnerungen oder so. Ein Video reicht doch nicht. Nee, müssen auch Bilder sein. So, der Boden ist noch weit weg. Ich mache jetzt keinen Time Warp, weil ich nicht weiß, ab wann die Fallschirme aufgehen. Weil wenn ich Time Warp mache und die Fallschirme aufgehen, kann es passieren, dass mir die Fallschirme wegfliegen. Das hatte ich schon mehr als wie einmal. Da wird die Physik nämlich falsch berechnet. Da wird nämlich so gerechnet, dass man doppelt so viel G-Kräfte auf die Fallschirme hat und die halten das nicht aus. Also warte ich lieber. Warte ich, bis sie offen sind und dann Time Warpe ich mich runter. Oh, der Boden kommt schon näher. Ja, kommt näher. Ich finde die Musik hier cool. Obwohl sie fast nicht passt. Fast. So wie die Leute im Real Life ganze Rover auf Mars schicken, so schicke ich sie heute nach Eve. Fanfrage. Was müsste ein Rover können, um auf die Venus zu landen? Die Venus ist ja heiß. Ziemlich heiß. Da sind ein Haufen Lava sind und so. Das wäre mal interessant. Ob es ein junger Planet ist, weiß ich nicht. Das habe ich noch nicht so gut befasst. Mit der Venus wohl will sowieso irgendwie keiner was zu tun haben. Nur der Mars ist interessant. Was innen ist, Merkur, Venus, warum da schätze ich eh keiner. Irgendwie kommt mir so das vor. Ein Rover auf Merkur wäre sehr interessant. Nur wie will der dort landen, ne? So, und die Fallschirme sind aufgegangen. 800 Meter über dem Boden. Und die Rakete sinkt langsam zu Boden. Mit 2,9 Meter pro Sekunde. Gut, dass es physikalische Beschleunigung gibt, weil das würde lange dauern. 2,9 Meter pro Sekunde, das ist ja langsam. Sind gerade mal 9 Kilometer pro Stunde. Gerade mal so, ja. So, die Fallschirme gingen bei 800 auf, das heißt ungefähr bei 300 Meter ist der Boden. Einfach plus 500 rechnen. Und wir werden wahrscheinlich einen schönen Sonnenaufgang sehen bei Eve. Oder Sonnenuntergang? Ich weiß nicht, welche Richtung sich der Planet dreht. So, und langsam werden. Wenn Time Warp nicht zu viel rumspielen, passt gut. Irgendwo bei 300 Metern hat's geheißen. Das kommt mir so schnell vor. Und Touchdown, und bleibst du stehen? Wow! Das war geplant. Hust, hust, hust. So, der Rover lebt noch. Genau das wollte ich. Hust. Aber ich kann ihn nicht umdrehen. Leider. Aber ich kann hier absprengen. Zack. Super. Okay, ich kann ihm hier noch ein paar Daten senden. Also stimmt, der hatte. Na, verdammt, warum ich hab abgesprengt, ich Idiot. Jetzt kann ich keine Daten mehr senden. Weil die Antenne hat nämlich der Rover. So, dann machen wir das so. Wechsel, nein. Nein, 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 nein. Jetzt habe ich den Rover. Hat ein bisschen gedauert. So, und jetzt Observe Mr. Vigu. Und dafür bekomme ich 24 Signs. Yay! Senden. Und somit wäre alles erledigt. Problem ist nur, ich kann den Rover nicht herumfahren. Würde ich gerne tun, aber das geht so schlecht. Ich meine, er liegt verkehrt rum. Ja, damit muss ich rechnen, aber hey, Leute, seht euch das mal an. Hier sieht man, dass es grün ist. Ja, das ist grün.
Hallo? Habe ich irgendwas verpasst? Wir waren gerade noch auf einer Lederatmosphäre und da hinten ist es grün. Das ist mal eine coole Farbgebung, ich meine. Grün, und hier liegt die Rakete herum, ja. Die restlichen Teile, die es überlebt haben. Wo der orange Tank hier ist, weiß ich nicht. Der ist explodiert, der hatte keinen Bock mehr. Aber wisst ihr was, weil es hier so schön ist, will ich hier mal auf einen Sonnenaufgang warten. Was zum Teufel? Kann vorkommen. Dass einfach mal so random Explosions sind. Einfach mal so, okay, wir haben einen Sonnenuntergang gesehen. Jetzt ein bisschen warten. Das heißt, die Sonne müsste von der anderen Seite kommen. Upsa! Hier sieht man auch schön, dass der Himmel, die Sterne sich herumdrehen. Und ja, die Gravitation von Eve ist hoch. Sehr hoch. Ich glaube, fast doppelt so stark wie auf Kerbin. Darum ist es noch schwerer, von dort eine Rakete wegzukriegen. So, an der zieht man hier einen schönen Sonnenaufgang, während hier noch ein paar komische Random-Explosionen sind. Ich weiß nicht, warum die hier sind, aber das kommt hin und wieder mal vor. So, mal 5 und dann schiebt man einen schönen Sonnenaufgang um bei Eve. Da sieht man, dass einen Grünstich hat, die Atmosphäre. Au, mein Fuß. Und das ist langsam, als sicher die Sonne aufgeht. Dam, 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 dam. Die Musik ist hier falsch. Aber okay. Na, jetzt bald? Ja, es wird bald. Bald ist auch bei mir die Sonne da. Wenn der Rover andersrum liegen würde, würde ich natürlich herumfahren damit, aber ich kann nicht umdrehen, leider. Ich muss nächstes Mal, wenn ich sowas baue, das anders planen. Ich habe da immer Probleme. Wie soll ich den Rover da unterbringen, damit er auf dem Planeten landet? Oder auf dem Mond? Das Problem habe ich immer. Immer! Ich frage mich gerade, ob die Sonne wirklich kommt hier bei mir. Ja, bald. Bald. Es dauert noch ein bisschen länger. Huch, jetzt hat die Atmosphäre einen Graustich. Auch interessant. Und er ist jetzt immer heller. Es wird weiß, weißer, heller, ja. Ich glaube, jetzt ist schon Tag, oder? Noch nicht ganz. Ah, hier sieht man's. Die Sonne. Sie kommt. Und die Atmosphäre von Eve ist jetzt ganz schön hell. Diesmal ist es schon lila. Es ist so lila hier. Ah. Ich will sowieso wissen, aus was besteht der Boden hier? Wenn das so eine Farbgebung hat. Und die Sonne ist da. Da ist sie. Guten Tag, Sonne. Der Rover wird sich hier nie wieder wegbewegen, Dame. Schön, das war eine coole Mission, aber eine auch nicht allzu leichte. Dass die Rakete umgefallen ist, das wollte ich sogar haben, aber nicht so schnell, dass hier alles explodiert. Dass der Rover überlebt hat, war sowieso mehr Glück als Verstand. So. Und dafür habe ich jetzt mein Geld bekommen, hoffe ich mal. Einfach so ein paar Dinge gesendet. Ein Rover, der verkehrt liegt. Ja, da kriegt man sicher sein Geld, ne? Das war doch die Mission. Von richtig liegen hat keiner was getan. Und ja, ich habe jetzt 740.850 irgendwelche Währung. Sucht hier euch eine Zahl aus. Eine Währung, die viel wert ist. So. Ich habe 303 Forschungspunkte, da kann ich noch was machen. Und der Rover wird ewig auf Eve bleiben, aber ich habe gesehen, das sind noch ein paar Restteile. Ja, ein paar. Debris Probe, Eve Lander Probe. Interessant, das ist jetzt eigenes. Ja, solange es nicht mit der Leistung runtergeht, lasse ich die Restteile ja gerne liegen. Also bald die Restteile so viel sind, dass mein PC überladen wird damit, fange ich an, sie zu löschen. Das wird allerdings sehr lange dauern. Das mit den Random Explosions wird immer lustiger hier, oder? Einfach so, BOOM! Ohne Verwarnung, BOOM! Als wäre da ein TNT-Fass oder sowas. Das muss ich nicht verstehen, aber naja, so ist es nun mal. Komisch ist es nur, dass nur die Fallschirmteile, die hier rumgelegen sind, explodieren. Da war nicht. So. Ich habe 300 Forschungspunkte. Was lässt sich da machen? Das hier kostet 500, glaube ich. Ja, das sind die besten Raketenteile.
Die würde ich gern haben, aber naja, noch nicht die Forschungsmutter dafür. Oh! Das habe ich letztes Mal gesucht. Den TRXL Stack Separator. Der ist auch sehr gut, um Rover abzusprengen, weil er sehr dünn ist. Natürlich ist das hier auch etwas dicker. Es hat eine stärkere Absprengungsstärke, glaube ich, wie der normale Separator, oder? 250 und der 250. Oh nein. Hat er nicht. Was steht denn da? Unlock the Coupler Separators Jettison. Achso, stimmt, das war so. Bei diesen Decoupler sprengt das nur in eine Richtung ab, also von oben nach unten oder andersrum, je nachdem wie man es hindreht. Bei diesen Decouplern ist es so, dass alle beiden Seiten weggesprengt werden. Das ist ziemlich cool eigentlich. Aber ich würde gerne noch was anderes forschen. Was haben wir denn hier? Den seismischen Beschleuniger, ja, der wäre nicht schlecht. Damit kann man nämlich forschen. Das hier ist ein Solarsegel, ein richtig großes. Was, Solarsegel? Nein, nichts ganz. Dann haben wir hier einen Gravioli-Detektor, der misst die Gravitation eines Planeten. Und damit können wir auch forschen. Dann haben wir hier bessere Räder. Die gibt's auch nicht so allzu lange. Die sind auch cool. Und dann hier ein Triebwerk, was ziemlich verrückt ist, da was noch ausgegraut ist. Die Miniaturteile, mit denen kann ich bis heute nichts anfangen. Oder das hier. Noch nicht. Ich will zuerst mehr Forschung kriegen. Und dafür nehme ich den Commodron 88-88. Das ist ein Transmitter, der ziemlich teuer ist, aber auch ziemlich cool aussieht. Ich meine 3400. Und dann auch noch der seismische Beschleuniger. So, erforscht. Und jetzt ist noch was Neues frei. Nämlich die spezielle Elektronik. Eine sehr große Batteriepunk mit 4000 Energie. Das sind wie viele kleine? Moment, wie viel braucht eine kleine? Nein, nicht noch kleiner etwas. Die ganz kleine Batterie hätte ich gerne. Da. Die macht 100 Energie. Diese Batterie ist ziemlich dünn. Und macht 4000 Energiespeicher, das ist eine Menge. Und daneben eines der besten Generatoren im Spiel ist nämlich ein radioisotopes thermoelektronischer Generator. Dafür gibt es irgendwie so einen Abkürzungsnamen. Das ist nämlich ein Minikraftwerk. Ja, ein Minikraftwerk. Sowas haben ein paar Wova, soweit ich weiß, haben mich ein bisschen informiert. Die haben nämlich so eine nukleare Reaktion in so einem Speicher und damit machen sie ihre Energie. Das hält ein paar Jährchen. Ein paar? Und das wird mit Plutonium-238 betrieben. Steht sogar hier in der Beschreibung. Ist sehr interessant. Das wird nämlich Wasser erhitzt und das ist das Ganze, ja, wie eine Dampfmaschine, nur halt mit Atomen. Triebwerk. Ist eine sehr lange Energielieferant. Sehr lange. Aber auch sehr teuer. Gut, Leute, mal sehen, wo ich im nächsten Part hinfliege. Was sagen die Missionen? Fahne setzen, Fahne setzen, Duna. Eine Fahne auf Eve setzen. Und wie soll ich denn Kerbel wieder zurückbringen? Tja, das sagt mir keiner. Dann Gilly. Chul! Yay! Chul! Das wäre geil. Chul. Ich glaube, da fliege ich hin. Weil Chul ist ein richtig geiler Gasgigant. Ja, ein Gasgigant. Auf den kann man nicht landen. Gut, ich glaube, ich weiß, dass ich nichts mehr zu tun habe. Bis dann, Leute, und ciao!